Schönen guten Abend zusammen, hallo und herzlich willkommen. Ja, die Medien sind ja voll von Elektroauto-News, sowohl positiv als auch negativ. Und ich habe mir gedacht, wir schauen einfach mal nach so einem Medienecho. Wir gucken mal, wo steht denn Deutschland eigentlich so im Durchschnitt? Also haben wir mehr positive News, haben wir mehr negative News? Wo tendieren die hin? Ist das alles immer sachlich begründet oder doch eher vielleicht so ein bisschen Clickbait? Und dafür habe ich heute auch einen ganz besonderen Gast, denn unser Gast heute ist seit vielen, vielen Jahren in der Automobilbranche tätig, ist ein Experte auf seinem Gebiet und hat dort und arbeitet dort seit vielen Jahren mit großen Experten zusammen, ist unter anderem für die Qualität von Premium-Fahrzeugen zuständig und was soll ich anderes sagen, er hat ein ganz eigenes Bild zum Elektroauto und mit ihm möchte ich heute mal durch die Medienlandschaft gehen und ich begrüße dafür, wer hätte es anders sein sollen? Stefan Schwung. Hallo Stefan. Ja, schöne Ankündigung. Hi Steve, hi, moin. Ja, hallo auch in den Chat. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf hier bei eurem Livestream der IGE-MBB. Ja, hau rein, lass uns reden. Ja, warum habe ich so eine Ankündigung gemacht? Einfach, weil aus meiner Sicht habe ich mal so das Gefühl, so fangen immer irgendwelche Artikel oder Interviews an, die, hops, jetzt das Licht aus, Jan, die in irgendeiner Art und Weise, ich möchte sagen, tendenziös sind. Also es wird oftmals, auf mich wirkt es so, als wenn Zuschauer und Leser schon im Vorfeld eingelullt werden. Also wir haben hier einen Experten mit vielen Jahren Berufserfahrung und. Und ich habe mit dem, was ich jetzt gesagt habe, nicht gelogen. Aber ich habe nur eine wichtige Sache weggelassen. Der Antrieb spielt bei deiner Arbeit überhaupt gar keine Rolle, richtig? Das stimmt. Das ist so. Das ist absolut so. Ja, und genau das ist es. Das ist es, worauf man sich immer berufen sollte. Das ist halt eben, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal, ganz kurz, genau, vorweg sei gesagt, es geht heute nicht darum zu klären, ob das Elektroauto besser ist oder schlechter ist als Wasserstoff, Benzin, Diesel oder sonst irgendetwas. Das wollen wir heute nicht behandeln. Wir wollen einfach nur ein Medienecho haben. So, aber und genau da passt ja eigentlich ein aktuelles Ding, und zwar Professor Fritz Indra, über den du dich ja im letzten Stromschlag so ein bisschen aufgeregt hast. Das ist so, in dem einen Medium, was ich heute gesehen habe, ich habe heute so einen Podcast gehört, da war der auch zu Gast und ich muss euch sagen, Leute, der muss seinen Text auswendig gelernt haben. Und jedenfalls 1:1, also jetzt vielleicht nicht vom Wort für Wort, aber wirklich vom Satz für Satz, original wie bei Servus TV. Ja? Und es ist so. Hat er die Katze wieder erwähnt? Was? Hat er wieder die Katze erwähnt? Soweit habe ich nie durchgehalten. Ich habe ungefähr bis zur Hälfte durchgehalten und dann dachte ich mir so, das musst du dir nicht weitergeben, weil es ist eh genau das, also bis dahin war es wirklich exakt das Gleiche, auch in der gleichen Reihenfolge wie bei Servus TV. Und das war, bei Servus TV wurde er aber eingeleitet als ein Experte für sparsame Motoren. Da wurde nicht erwähnt, dass er eigentlich im Rennsport tätig war und dass er für eben, ich sag mal, nicht zwingend ein Antriebsexperte ist, sondern dass er halt eigentlich nur, was heißt nur, aber er ist halt ein Experte für Verbrennungsmotoren. Wenn ich den zur Elektromobilität befrage, ist es ja ungefähr so, wie wenn ich sprichwörtlich zum Metzger gehe und den frage, ob ich Vegetarier werden soll, oder? Wie siehst du das? Ja, genau, das ist es. Und das ist, glaube ich, das Problem grundsätzlich, was wir immer wieder haben, dass vermeintliche Experten befragt werden, die auf ihrem Gebiet vielleicht tatsächlich Koryphäen sind oder waren, sich daran laben, ja, und dann guckt man irgendwie, beauftragt den Praktikanten, pass auf, wir brauchen einen Experten, der muss irgendwie was in der Automobilindustrie getan haben und Expertenwissen haben und den laden wir ein und den befragen wir mal zur E-Mobilität, was der davon hält. Und das ist immer wieder diese Masche, immer wieder. Also ich lese ja wirklich viel, und ich gucke mir auch wirklich viel Stuss an. Es ist einfach so, wenn man vernünftige News machen möchte. Aber die Masche, das hast du eingangs erwähnt, die ist eigentlich immer dieselbe. Definitiv. Genau, und dann muss ich mir auch immer, also
Wir schauen jetzt, wir, ich möchte jetzt nicht die gesamte Medienlandschaft verunglimpfen, sondern wir gucken jetzt mal so einen Querschnitt durch die Medien. Und ich denke mir, da habe ich dich als richtigen Gast einfach dabei, weil du durchforstest ja die Medienlandschaft Woche für Woche für deine News auf deinem YouTube-Kanal. Und du kriegst ja so ein gutes Bild davon, ne? In welche Richtung geht das hier? Und ja. Und deshalb, ich habe ihn jetzt eingeblendet, das Interview mit dem Herrn Indra bei Servus TV. Bei Servus TV muss man dazu sagen, ich weiß nicht, kennst du den Sender? Ich habe das Video ja tatsächlich über den Kanal von diesem Wegscheider da, wie heißt er, geguckt und dachte mir, Mensch, was regen die sich denn auf über so einen kleinen Kanal, über ein Interview mit dem Indra? Und habe dann im Nachgang erst erfahren, dass das live abends oder was ich, also abends ausgestrahlt wurde zur Primetime in Österreich über Servus TV. Mhm. Und war mir völlig unbewusst vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und war dann auch ein bisschen erschüttert, dass sowas dann wirklich zu bester Sendezeit in Österreich gesendet wurde. Hatte ich so nie am Schirm. Jetzt muss man dazu sagen, du kenn weißt. Kenne ich, also was ich im Hintergrund mit Mateschitz und Red Bull und was weiß ich, ja. Genau. Servus TV gehört unter anderem Mateschitz und denen gehört ja auch Red Bull. Soll jeder machen, wie er denkt, aber ich sag mal so, die sind ja jetzt in der Vergangenheit nicht dafür bekannt gewesen, irgendwann mal ein gutes Haar an der E-Mobilität zu lassen. Das heißt also, wenn ich Medien konsumiere und die meisten Leute, so kenne ich das aus meinem Bekanntenkreis, die haben halt so ihr festes Medium. Der eine ja. guckt halt immer NTV, der andere liest halt den Fokus, der nächste liest den Spiegel und das ist das Problem. Denn wie auch wir beide auf der Tour de Senja festgestellt haben oder feststellen durften, versuchen die Medien ja auch immer, ich sag mal, also die haben halt ihre Richtung, ihre Schlagrichtung und die wird halt seltenst verändert. So ist zum Beispiel meine Erfahrung, kannst mich gerne berichtigen, beim Fokus, der ist immer eher so, der hinterfragt das Thema wirklich kritisch. Ich sage es einfach kritisch, ich sage nicht, das macht's schlecht. Und macht's schlecht. Und dann haben wir das, dann haben wir das Online-Magazin E-Fahrer. E-Fahrer berichtet natürlich positiv über die Elektromobilität, dass es die Zukunft ist. Jetzt muss man wissen, E-Fahrer gehört zum Fokus. Also, ne? Zum gleichen Lager, genau, richtig. So, und dann ist halt für mich ganz klar, man versucht halt einfach nur beide Lager abzufischen. Was ich glaube beim Fokus nochmal ganz kritisch sehe, also ich persönlich, ist, dass der Fokus oftmals eine Plattform bietet für Drittartikelbereitsteller. Das heißt, da hat nicht ein einziger Journalist, der beim Fokus angestellt ist, etwas geschrieben, sondern die bieten diese Plattform an, um über die Seite des Fokus natürlich mehr Klicks zu generieren, beziehungsweise dann, die finanzieren sich über Werbeeinnahmen, die ganzen Seiten. Deswegen haben die auch so ein Problem immer mit diesen Adblockern. Und unter anderem ja auch die oftmals zitierte Tour de Ramler, also dieser Bernd Ramler-Artikel mit seinem Kona, der sich da irgendwie verfranst hat von Metten nach Stuttgart, die war halt auch auf dem Fokus. Und wenn man da mal reingeguckt hat, dann hat man festgestellt, dass es überhaupt kein Fokus-Redakteur war, sondern halt, ich weiß ja, also dieses gesponserte Plattform anbieten. Einem freien Schreiber irgendwie da die Möglichkeit geben oder sowas, ja. Genau. Das ist die eine Sache. Ne? Jetzt können wir sagen, okay, die Medien tendieren mal in die Richtung oder bestimmte Medien tendieren in die Richtung, die bestimmte Medien tendieren in die andere Richtung. Jetzt habe ich ja, mein Steckenpferd ist ja Sarah Wagenknecht gerade aktuell. Sie kann sich nicht wehren, sie ist in der Sommerpause. Was? Merkt man fast gar nicht bei Twitter. Man muss dazu sagen, Twitter bedient Julian, ja? Okay. Also Twitter ist Julian. Jeden Tag, übrigens, Sarah Wagenknecht, haben Sie Folgendes bedacht? Ja, aber ich möchte nur mal drauf eingehen, wir haben die Sommerpause. Politisch passiert gerade nicht viel, ja. Die Medien wühlen für gewöhnlich in der Sommerpause immer an irgendwelchen liegen gebliebenen Sachen herum, weil sie halt einfach kaum etwas haben, worüber sie berichten können. Ja. So, und jetzt zeige ich euch aber mal, wenn ich Google eingebe, Elektroauto Wagenknecht, dann ist es für mich gleichzeitig komisch, dass sich diesem Thema keiner annimmt. Also ich habe hier die Linke, Goslar, ich habe hier der Westen, ich habe hier
Team Sarah, ich habe hier E-Engine, naja klar, die haben halt mein Video verlinkt. So, Facebook von Sarah Wagenknecht, Linksfraktion, die übrigens, habe ich gerade gesehen auf deren Seite, genau die gleich, also exakt den Wortlaut so wiedergeben, wie ihn Frau Wagenknecht in ihrem Video propagiert hat. Wir haben sarahwagenknecht.de, wir haben sarahwagenknecht.de und wir haben YouTube. Das war's. Und dann frage ich mich, dieses Video ist jetzt über eine Woche her, da hätte doch schon mal irgendjemand drauf reagieren können. Also sowohl positiv als auch negativ. Es hätte ja auch jemand sagen können, ja genau, Frau Wagenknecht spricht endlich aus, was sich keiner traut zu sagen und die Bundesregierung muss jetzt endlich einlenken. Aber auch das nicht. Nichts. Da habe ich heute gerade ganz frisch einen Artikel zu bekommen von einem mir bekannten, eigentlich Autor für Bücher, der einen Gastartikel in einer Zeitung, regionalen Zeitung geschrieben hat und der ist so ein bisschen auf das Allgemeinthema eingegangen. Sowas wirst du aber hier nicht finden, weil diese ganzen Suchen, die du jetzt gerade da aufzeigst, das ist garantiert ganz viel SEO optimiert, sodass die meistens oben landen und das, was vielleicht dann ja, natürlich sich auseinandersetzt. Du hast eben auch bei Videos gesehen, dein Video, dein Reaction-Video, das hat ja unheimlich viele Klicks, das ist ja irgendwie bei 70.000 jetzt oder so. Genau. Trotzdem wurde es jetzt oben nicht angezeigt. Ja, ist richtig. Muss dazu aber auch sagen, natürlich ist das SEO optimiert, aber ich gehe ja davon aus, dass es zumindest mal irgendein großes Medium aufgreift. Also nicht mein Video, aber dass es zumindest mal ihr Statement aufgreifen, ne? Weil das ist schon, sie haut da schon einfach eine steile These raus und ja, dann hätte man schon erwartet, dass da irgendjemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise drauf reagiert, vor allen Dingen, wie gesagt, und hinter, wenn man berücksichtigt, dass wir gerade aktuell eine Zeit haben, wo ja politisch gerade eh nicht viel passiert, ne? Und das, genau das ist das hinten, also dein Eingangsstatement war ja schon richtig, also wir haben tatsächlich eine Sommerpause und das bemerke ich jetzt ja auch gerade so ein bisschen in Recherche hinsichtlich meiner News. Im Moment kommen plötzlich wieder Themen hinauf, die wir vor zwei, drei Monaten gar nicht hatten. Vor zwei, drei Monaten ging dieser Hype los mit, ey, der ID3 kann endlich bestellt werden, Mensch, und jetzt kommt der im September. Da waren sie plötzlich wieder in dieser Aufbruchsstimmung. Man hat gemerkt, irgendwie, oh, der große Volkswagen-Konzern, der bringt jetzt doch was auf den Markt. Und auf einmal, jetzt ist das wieder so ein bisschen außer Mode, keine Ahnung was, und die bringen wieder Punkte, wo ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt noch ein Thema sind. Allein deswegen, weil ganz viele sich damit auseinandergesetzt haben und es revidiert haben. Unter anderem selbst ja die berühmt-berüchtigte Schweden-Studie wurde ja selbst von den Schreibern selber, also von denen, die sie verfasst haben, revidiert. Das Revidieren dieser Schweden-Studie ist teils echt untergegangen und hat sich immer noch nicht durchgedrückt und wird dann von Personen wie unter anderem Sarah Wagenknecht ja immer wieder herangezogen. Auch der Indra baut ja genau darauf auf und erzählt was hier vom Rucksack und alles. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier auch einen Artikel, ich suche ihn gerade nochmal, ich finde ihn gerade nicht, gefunden, der war, nee, da war es nicht. Ja, Tagesspiegel war es. Da wurde eben genau auf diese Schweden, also nicht auf die Schwedenstudie eingegangen, aber da wurde nochmal ein Faktencheck gemacht, wie sauber ist das Elektroauto wirklich. Und da wurde sowohl positiv als auch negativ angesprochen. Also man hat versucht, wirklich in dem Artikel die Waage zu halten. Ja? Kurioserweise nennt man oben in dem Artikel dann eben diese 10 bis 17 Tonnen CO2 bei der Akkuproduktion, ja, ja, die ja, wo wir wissen, die kommen aus dieser Schwedenstudie, die mittlerweile revidiert wurde. Ja. Und weiter unten, zwei Absätze weiter, also die beziehen sich, die nennen nur einmal kurz diese Zahl. Ja, sagen halt, einige Studien gehen davon aus, einige Studien gehen davon aus. Zwei Absätze weiter unten nennen sie die Schwedenstudie und sagen, dass die selber vom Herausgeber eben berichtigt wurde. Und das ist dann immer für mich verwunderlich, wo ich sage, das ist das Problem an der Art der Berichterstattung. Denn derjenige, der nicht so drin ist in dem Thema, so wie wir, der wird den Zusammenhang nicht herstellen können. Der wird nicht sagen können, ach, das ist die Zahl da oben. Mhm. Ne? Und dann ist es für mich, wo ich sage, wenn ihr schon so fair seid und auf diese Schwedenstudie eingeht und sagt, dass die eben berichtigt wurde, dann bringt doch diesen Kontext zusammen. Dann sagt doch, unter anderem hat die Studie das und das, die und die Zahlen veröffentlicht, aber sie mittlerweile berichtigt.
das und das sind die aktuellen Zahlen. Das, ja, wäre zum Beispiel, das wäre zum Beispiel ein Vorgehen, wo ich sage, deshalb tue ich mich schwer mit Artikeln, die vielleicht der ein oder andere positiv bewerten würde, wo ich aber persönlich sage, naja, mir fehlt da aber der Kontext, der Zusammenhang zwischen den einzelnen Punkten. Ja. Das wirkt oftmals, wenn man viele von diesen Artikeln liest, wirkt es oftmals wie Bausteinartikel. Das ist tatsächlich so, als wenn es wirklich vorgefertigte Bausteine sind zu einem Punkt, nenn es Kobalt, Lithium, CO2-Rucksack, und die das willkürlich dann immer wieder zusammenstellen. Und das ergibt dann halt einen Bericht, der möglichst authentisch, möglichst gut recherchiert rüberkommt, aber im Prinzip eben nur diese einzelnen Bausteine sind. Und wenn dann ein Baustein heißt CO2-Rucksack, Schwedenstudie 17 Tonnen, dann gibt es vielleicht auch einen Baustein, der da heißt, ja, Schwedenstudie, also irgendeine Studie wurde revidiert und so weiter. Und die schneiden es aber gar nicht, weil sie die Zusammenhänge, dem Aspekt gar nicht sehen. Wirkt bei mir so. Ich weiß nicht, wie das dann teilweise funktioniert in der Branche, aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass es immer wieder Journalisten gibt, die sich hinsetzen und alles von null auf neu recherchieren. Wahrscheinlich weniger. Denn ich könnte jetzt noch, also ich muss ganz kurz mal was sagen. So, ganz kurz. Ich mache mich mal ganz kurz alleine. Unter dem Wagenknecht-Video wurde mir mehrfach vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, ich lebe in einer Blase. Ja, ich fahre ein Elektroauto. Und ja, ich bin von der Elektromobilität überzeugt. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich mit dieser nicht kritisch auseinandersetze. Ich weiß, dass in meinem Elektroauto seltene Erden im Motor verbaut sind, weil ich einen permanent erregten Synchronmotor im Hyundai verbaut habe. Ich weiß, dass dort Kobalt und Lithium drin sind. Das weiß ich. Und das finde ich auch nicht toll. Gleichzeitig gucke ich natürlich, wo kann ich diese Stoffe, gerade die problematischen Stoffe, in meinem Alltag vermeiden. Kann ich deswegen einen Verbrennungsmotor fahren? Weniger, weil da werden ja auch überall diese Stoffe unter anderem verwendet, sowohl zur Entschwefelung des Benzins als auch für die Härtung des Motors etc. Brauche ich gar nicht drauf eingehen. Aber in anderen Belangen, in anderen Teilen meines Alltags versuche ich, auf diverse Stoffe zu verzichten. Ich versuche einfach auch, auf unnötige Dinge zu verzichten. Und das ist es, wo ich sage, für mich selber, ich schaffe meinen Ausgleich. Gleichzeitig setze ich mich immer kritisch mit der Thematik auseinander. Und ich bitte darum, dass mir irgendjemand endlich mal die Zahlen liefert, mir zu zeigen, dass mein Elektroauto schlechter ist als ein Diesel. Ich bitte darum. Ganz im Ernst. Bisher waren die Zahlen, die da kamen, die ausgewertet wurden, immer, entweder war irgendwo der Pferdefuß, es fehlte irgendetwas, es wurde irgendetwas nicht berücksichtigt oder wurde falsch berechnet oder es war ein Formelfehler im Faktor 1000 drin oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist immer, unter den Kommentaren wurde mir dann auch vorgeworfen, ja, der eine Lobbyist sagt so, der andere Lobbyist sagt so. Das ist halt immer nicht ganz so einfach, weil man muss immer auch hinschauen und man muss halt vielleicht versuchen, die Sachen nachzurechnen. So, und jetzt darfst du wieder mit dabei sein, Stefan. Diesen Appell wollte ich ganz kurz nur mal loswerden, weil ich einfach finde, dass, ja, wir leben in einer Blase, aber ich finde, wir bringen das Thema insgesamt immer noch am differenziertesten rüber. Und das jetzt vielleicht nicht in diesem Video. Aber schaut euch andere Videos auf unseren Kanälen an. Schaut euch an, wie wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Und schaut euch an, welche Aspekte wir alles berücksichtigen. Und das ist halt immer... Ja, ihr seid dafür ja fast schon berühmt geworden, dass ihr eben auch andere Aspekte der ganzen Geschichte ansprecht. Dafür kriegen wir ja auch Kloppe. Jedem so, wie es verdient. Ja. Nein, aber das ist auch richtig so, ja. Und ich finde das auch richtig. Ich nehme mich da jetzt mal von außen vor tatsächlich, weil... ich habe da gar keine Lust zu, mich jetzt immer zu rechtfertigen und zu sagen, Mensch, ja, und ich weiß, dass mein Auto nicht 100% sauber ist, weil eben das ganze Thema Kobalt, Lithium und so weiter nicht abschließend geklärt ist, obwohl zum Beispiel hauptsächlich das Lithium nicht aus Südamerika kommt, sondern tatsächlich Australien. Ja, aber in Australien ist das überhaupt kein Thema. Wer kennt denn Australien als Lithiumlieferant? Alle kennen sie nur hier die Atacama-Wüste und schlagen darauf rum. Nee, und deswegen
sage ich, es soll wirklich die Menschen geben wie euch, die dann wirklich bewusst drauf auch sich fokussieren und versuchen eben auch über die Blase hinaus zu gucken. Und wir sind in dieser Blase, ja, das stimmt und das sieht man auch. Es gibt, um es jetzt mal eben ganz abschweifend zu sagen, das erlebe ich ja wieder, es gibt Kindersender hier auf YouTube, ja, die zeigen einfach nur, wie man mit Spielzeug spielt und die haben 1 Million Abonnenten. Und dann gibt es wirklich Experten wie IGE, MBB oder was ich auch, ein Carmaniac. Die haben, und die sind echt viel geklickt, die Videos, die haben aber 160.000 beim Carmaniac und bei euch sind es jetzt irgendwie 11.500 Abonnenten. Das ist, natürlich ist das eine Blase. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich muss ganz kurz mal einen Break machen und muss sagen, danke Thorsten Fritz für die Spende. Und er schreibt, AMS, also Automotorsport von Blog, ist auch immer zweideutig. Ja, stimmt. Es ist immer so ein bisschen, du hast immer so ein bisschen das Gefühl, die versuchen die Political Correctness einzuhalten und versuchen da immer so auf Messers Schneide so ein bisschen lang zu balancieren, sodass sie nicht alle ihre Abonnenten aus dem Verbrennungssektor verlieren. Danke auch André für deine Spende, IGMBB versus Based Media, und danke André Holstein. Ja, vielen Dank auch, dass ihr uns da, ich sag, wie soll ich sagen, jetzt für Experten halt. Also wie gesagt, wir sind der Koch und der Lehrer, ne? Also dafür macht ihr es aber gut. Ja, ne, danke. Aber es ist halt einfach so, wir versuchen halt aus unserer Sicht heraus, das damit aufzuräumen. Und das muss ja nicht, wie gesagt, wenn die Forschungsergebnisse plötzlich kommen und da steht dann drinne, dass dann in jedem Auto-Akku ein Kobold drinne ist, ja, der dafür sterben musste, dann und das kann man wirklich belegen, dann muss ich das anerkennen. Wir wollten ja aber dieses Medienecho. Und du hast schon den richtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, jetzt kommt's gerade wieder. Und das könnte man ja auch darauf münzen, dass man sagt, jetzt ist gerade wieder Sommerpause in der Politik und beim Elektroauto geht es immer so. Da kommen die ganzen Bashing, das Elektroauto ist schlecht, ist absolute Hölle, es geht gar nicht, ja. Wer das fährt, sollte sich schämen. Und dann, jetzt kommt bald der ID3, jetzt kommt das Auto, Skoda Enyaq, dies, das, jenes, welches. Deutschland, das gelobte Land der Elektromobilität. Ja, das hält Tesla-Killer. Genau, da kommen die Tesla-Killer. So, und dann geht's wieder, oh mein Gott, wo sollen die denn alle laden? Ja, und das ist halt immer so, wo du sagst, also ist denn der Bürger wirklich, also, oder ich frag andersrum, halten die den Bürger wirklich für so dämlich, dass der sich wirklich so an der Nase herumführen lässt? Ich glaube, du musst das mal beobachten im Zusammenhang mit großen Ankündigungen. Da haut VW einen raus von wegen, jetzt kommt der ID3, erste Bestellung freigegeben, bla bla. Davor war echt Ruhe, habe ich eben auch gesagt. Und kurz nach dieser Ankündigung kommt eine Sarah Wagenknecht mit einem Video, kommt wieder irgendein Indra mit einem Video, kommt ein Institut, IVL oder so? Nee, IK. An oben hier aus Kiel. Kiel. Ja, und plötzlich bringen sie wieder alles durcheinander und sagen und hauen wieder in diese Kerbe. Ich habe eben im Chat einen tollen Kommentar gelesen hier. Eigentlich ist es ganz einfach: Folge der Spur des Geldes. Ja, natürlich, es wird so sein. Bei einer Wagenknecht bin ich mir nicht sicher, warum sie es macht. Aber Servus TV finanziert sich sicherlich nicht nur über irgendwelche österreichischen Fernsehgelder, sondern auch über Werbung. Und bei anderen ist das ähnlich, ne? Auf Artikel. Ja. Oh, vielen Dank, Urban Mobility, für 10 Euro Spende. ja, und hier, Jan Peters hat es gerade in Chat geschrieben. Wir bei Bosch versuchen auch, die permanent erregten ohne seltene Erden herzustellen. Auch dies geht, kostet aber sehr viel Energie und das Ganze wieder ineffizient macht. Ja, das ist richtig. Und ich bilde mir auch einfach mal so als Laie ein, dass ich sage, es gibt sicherlich, es wird genauso beim Akku wird's weiterhin Weiterentwicklung geben und es wird beim Elektroantrieb Weiterentwicklung geben und es wird bei den Lademöglichkeiten Weiterentwicklung geben und so weiter und so fort. Genauso wird das Netz mitwachsen und alles, ne? Also, ihr könnt sehr gespannt sein, wenn Julian aus dem Urlaub wiederkommt, haben wir was wirklich, wirklich Großes vor.
Da geht es dann nämlich um Deutschland und sein Stromnetz. Und wird es das aushalten, wenn 2030 10 Millionen Elektroautos auf unseren Straßen fahren? Kann ich dir gleich beantworten. Nein. Irgendjemand in deiner Straße hat eben Elektroauto angeschlossen und bei dir ging das blaue Licht aus. Nein, das kann nicht funktionieren. Ach, deswegen ist es immer, geht es manchmal aus. Ja, natürlich. Danke auch Waldläufer für deine Spende. Jetzt ergibt es Sinn. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Außer dein Nachbar lädt sein Auto. So, versuchen wir mal wieder seriös zu wirken. Nein, aber ich möchte mich ja, wie gesagt, darüber ja gar nicht aufregen, sondern mir geht es halt wirklich darum, ich frage mich, warum ist das so? Warum müssen wir immer diesen Eiertanz machen? Warum müssen wir immer hoch und runter und wir leben in einer Blase? Und du versuchst dann, also den Leuten das irgendwie näher zu bringen, und Hans hat es auch reingeschrieben, und das ist auch meine Beobachtung, Leute, die E-Auto fahren, meistens, nicht alle, aber argumentieren eher sachlich und umgekehrt die Verbrennerfraktion eher weniger. Hm. Also ich glaube, ja. Nee, das kannst du nicht bringen. Nee, also ich beobachte das einfach auch in den Kommentaren, ne, unter den Videos, dass dann so, ja komm, geh zurück zu deinen Kochlöffeln und was hast du denn schon für eine Ahnung und ich bin Ingenieur und was weiß ich nicht, und jetzt ohne deinen Berufsstand schlecht machen zu wollen, Stefan, ja, aber ich schreibe dann halt so, naja, nur weil man Ingenieur ist, heißt, hatte ja noch keine Aussagekraft über die Qualität seiner Arbeitsleistung. Ich kenne auch Küchenmeister, die einfach nicht kochen können. Ja. Das kann ich dir aber auch so bestätigen. Und wir haben bei uns 12.500 Mitarbeiter, davon sind der größte Teil an den Bändern und schraubt Autos zusammen. Die glauben schon nicht daran, an das, was sie da teilweise zusammenschrauben. Dann hast du die Meister, die diese Arbeiter betreuen, die glauben nicht dran. Dann hast du Teamleiter, die glauben nicht dran und freuen sich, dass sie mit ihrer Tankkarte ihren AMG sich leisten können. Und das erlebe ich täglich, ja. Und das Thema morgen, was ihr morgen in der Sendung habt oder wozu morgen ja bei euch ein Video kommt, im Wasserstoff, immer wenn ich so ein bisschen versuche, überhaupt mit jemandem auch da mal zu reden, kommt irgendwann das Totschlagargument, das vermeintliche Totschlagargument, ja, am besten ist ja sowieso Wasserstoff. Das ist einfach noch nicht drin. Und was mich mal interessieren würde, um da auf das Thema zurückzukommen, ist, ne, sind andere Länder auch so? Ich würde mal wirklich gerne wissen, wenn man jemanden fragt, der in Norwegen wohnt, der in Österreich wohnt und vielleicht einen aus den Niederlanden, ja? Sag mal, sind eure Presseartikel genauso kritisch im Umgang mit der E-Mobilität wie das, was wir in Deutschland erleben? Ich glaube nicht. Aber das wäre mal interessant zu erfahren. Okay, Challenge accepted. Mach mich da mal schlau, ich guck da mal. Und wenn das irgendjemand aus diesen Ländern sieht, also, ich will jetzt nicht bestimmte Länder nehmen, sondern ist mir egal, ob es Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich oder was weiß ich nicht ist. Ne? Also wenn ihr irgendwie in einem anderen Land lebt und sagt, Mensch, hier sind die Medien ein bisschen anders, schickt mir eine Mail an youtube@igembb.de, falls das zu schnell war, so wie der Kanal unten heißt. Ne? Und ansonsten muss ich auch nochmal sagen, vielen Dank Vampire für deine fast schon obligatorische Spende in jedem Stream, und auch danke Joe Vandura, der hat noch geschrieben, durch die Anti-Kampagnen seit über 10 Jahren kann der Laie nicht anders denken, das muss leider langsam wachsen, das erledigt sich in 2 Jahren. Dazu muss ich halt mal was sagen. Ich glaube, wir hatten heute auch bei uns in der Gruppe so ein bisschen dieses Thema, wo dann einige meinten, naja, man muss vielleicht mal mit dem Wasserstoff aufräumen, weil es kommen ja dann immer so Argumente wie Wasserstoff, naja, wir haben ja hier noch Wasser. So. Oder dass viele noch denken, Wasserstoff würde verbrannt werden in einem Verbrennungsmotor. Ja, das denken ganz viele, tatsächlich. Und dazu muss ich sagen, die Auflösung dazu, ob das so ist, kommt morgen 11.30 Uhr hier auf diesem Kanal. Also abonnieren. Nein. aber ich muss dazu sagen, das Problem ist dann gleichzeitig unsere Sprache. Wir haben entgegen anderer Sprachen, haben wir teilweise 3 oder 4 Wörter für ein und dasselbe. Ja?
Und sei es auch nur regionale Unterschiede. Sprichwort Pfannkuchen. Berlin. Ja, Pfannkuchen, Berliner oder Frankfurter und Wiener, ne? Und so eine Sachen, ne? Also, wir haben ganz viele Wörter für ein und dieselbe Sache. Und beim Wasserstoff, da sind es dann die Wörter Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Und wenn du keine Ahnung hast davon, und damit möchte ich niemanden verunglimpfen, aber wenn du dich damit nicht auseinandergesetzt hast, dann könntest du denken, dass Wasserstoff wird ja per Elektrolyse aus Wasser produziert, ist ja super, können wir ja aber nur die Weltmeere leer saugen, ja, und wie gesagt, und der wird dann halt einfach verbrannt. Ja. Dass dem die schreiben damit unbeabsichtigt, beschreiben die damit eigentlich das Thema E-Fuels, wissen es aber nicht und denken, es handelt sich um Wasserstoff und ja. Tesla Rosso schreibt gerade, Schweiz ist langsam sehr ausgewogen, vor allem die Leserbriefe, die immer mehr pro E-Mobilität eingestellt sind. Tesla Rosso, da muss ich dir aber leider sagen, dass meine Recherche in den letzten Tagen ergeben hat, dass dass man gerade in der Schweiz sowas wie eine Wasserstoffoffensive feiert. Also da hat man ja einen Hyundai-LKW jetzt betankt und da geht man jetzt den nächsten Schritt. Und in der Schweiz hat man auch wieder ein Projekt gestartet, wo man wieder, wie in den 80ern, Wasserstoff in einen Verbrenner verbrennt. Das war unter anderem ein Mazda RX, wie hieß der mit Wankelmotor? RX-7. So einen und dann noch irgendein anderes Fahrzeug haben sie getestet und arbeiten sie dran. Also das ist auch konkurrenzbelebtes Geschäft. Wenn sie sich das leisten können, daran zu forschen, sollen sie es machen. Aber die Medienberichte dazu, die waren doch sehr tendenziös wieder. Ne? Muss man, also die ich gesehen habe. Ja, ich habe jetzt natürlich kein Gesamtbild aus der Schweiz. Vielleicht sind es nur wieder die Berichte, die auch rüberschwappen nach Deutschland. Kann ja sein. Das ist der Algorithmus einfach errechnet und sagt mir, die Deutschen, die haben da sowieso keinen Bock drauf, den kann ich dir da schicken. Ja. Hast du einmal irgendwo in den öffentlich-rechtlichen, in den Nachrichten was Positives zur E-Mobilität gehört? Wenn, dann in der ARD oder auf Arte. Gucke tatsächlich sehr viel Arte. Ja, da sieht man aber schon, auch das ist tendenziell so. Ne? Wenn man nämlich ZDF betrachtet, da siehst du tatsächlich, das sind eher diese kritischen Beiträge, die dort gesendet werden. Ist dann wieder wie mit Fokus und E-Fahrer, ne? So nach dem Motto, wir versuchen einfach. Das dann auffällig tatsächlich, ne? Also ihr müsst mal tatsächlich vielleicht, wenn ihr mal ein bisschen Zeit und Lust habt, guckt euch mal die beiden Mediatheken an, die sind ja tatsächlich getrennt voneinander, was für Berichte ihr in beiden Mediatheken findet, wenn ihr das Thema Elektromobilität eingibt oder Elektroauto, das ist schon interessant. Und das ist ja so ein Steckenpferd von mir, ne? Zu sagen, wenn ich irgendwo merke, da ist jetzt, sagen wir mal, egal ob kritisch oder positiv, ich mache das genauso bei positiven Berichten, ne? Schaue ich und sage, Mensch, die haben doch schon mal über sowas berichtet. Dann google ich das. Oder im übertragenen Sinne gesagt, ich gehe diesen berühmten Schritt zurück und gucke mal von oben auf das gesamte Bild. Ja. Und das mache ich sehr gerne. Und das mache ich auch bei Pro-Berichten. Und das empfehle ich auch jedem Elektroautofahrer oder Elektroauto-Fan. Trotzdem auch bei Pro-Berichten von oben mal drauf zu gucken und zu überlegen oder zu schauen, ob dieses Medium, dem ich da folge, vielleicht nicht auch tendenziös in die Pro-Schiene abgerutscht ist. Denn das kann auch sehr schnell passieren. Ich lese das nämlich auch in den Kommentaren, dass dann Leute diesen negativen Kommentaren entgegenwirken wollen und da Sachen reinschreiben, wo du denkst, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nur, keine Ahnung, wo sie es herhaben. Ja, aber das stimmt so nicht. Und das schadet insgesamt dann der E-Mobilität, wenn du halt natürlich Sachen behauptest, die nachweislich halt nicht richtig sind. Nur weil sie halt irgendein Käseblatt mal behauptet hat. Ja. So ist das, ja. Peinliche Serie von E-Noobs, die im e-tron mit Wohnwagen über die Alpen geschickt wurden. Ja, das war noch dieses, den hat man noch ein Elektroauto mit Wohnwagen eben und NDR, ja, NDR gehört zur ARD. NDR hat ja auch die zwei Eierköpfe hier durch Deutschland geschickt in ihrem Podcast. Und ich gebe euch einen Ausschnitt. Sie fahren bei Ionity ran, ja, mit einem Opel Ampera E. Und
sie stehen dort für eine Stunde und kommen zurück zum Auto und sagen, wir haben 40 Kilowattstunden geladen in dieser knappen Stunde. So, soweit so gut erstmal. Im Schnitt eine Stunde, 40 Kilowattstunden bei einem Auto, was 50 kW kann, finde ich jetzt nicht verkehrt, oder? Sagen dann aber, ja, ja, die Säule hätte ja viel schneller können müssen, weil es ja 350 kW. Oh Mann, ey. Ja. Also, tut mir leid, da fällt mir dann wieder nichts ein, wo ich sage, ja. Ne, also das ist dann tendenziöse Berichterstattung. Das schlägt dann wieder in, dann schlägt man wieder in diese Kerbe, von wegen die Ladeinfrastruktur funktioniert ja gar nicht so gut, wie man es behauptet. Ja, wenn du halt ein altes Auto fährst, was maximal 50 kW kann, dann kann es halt nur 50 kW. Und das ist aber auch ein großes Problem, wo vielleicht auch Aufklärung durch die Medien eben fehlt. Da fehlt es wirklich, weil einem absoluten Neuling zu erklären, dass es verschiedene Ladegeschwindigkeiten gibt, so als wenn man ein Auto langsamer oder halt schnell tanken würde, das ist einfach noch nicht Teil, also gar nicht durchgedrungen. Würde ich jetzt meine Schwiegermutter da befragen und so weiter, der wäre das völlig unklar, dass es da verschiedene Geschwindigkeiten beim Laden gibt. Da steht auf der Säule 350 kW und warum macht mein Auto jetzt nur 48, ne? Das wird die nicht verstehen. Und wenn du dann irgendwie mit Physik kommst und mit irgendwelchen Rechnungen, wie sich deine Leistung, ne? Soll ich mal sagen, warum ich auch diese Sendung gemacht habe? Ich hab letztens ein Telefonat gehabt mit einer Produktionsfirma, die auf einige Videos gestoßen sind und die ganz gerne nähere Infos dazu hätten. Und dann habe ich diese Produktionsfirma mal gegoogelt. Und die haben unter anderem Mario Barth deckt auf und Mario Barth räumt auf im Portfolio. Hm. Und den habe ich auch ganz klar am Telefon gesagt. Stehe nicht zur Verfügung, wenn es ein tendenziöser Bericht wird. Weil ich kenne Mario Barth und der ist nun nicht dafür bekannt, objektiv über etwas zu berichten. Ja, und habe den auch ganz klar gesagt. Ich sage, was ist daran so schwer? Ich sage, es ist nur anders. Das ist der einzige Unterschied. Sie müssen mal, ich sage, gehen Sie zu einem Kind hin, das diese ganze Thematik um Benzin und Diesel noch gar nicht kennt. Und erklären Sie dem die Elektromobilität. Meine Tochter versteht die Elektromobilität total easy. Die versteht nicht Benzin oder Diesel. Warum? Weil es in unserem Alltag nicht vorkommt und sie deshalb keine Berührungspunkte damit hat und deshalb in diesem Bereich nicht nachfragt. Die wächst anders auf. Richtig. Es ist also ein Paradigmenwechsel, man muss sich nur darauf einlassen. Es ist nicht kompliziert, es ist nur anders. So. Genau. Und ganz kurz nochmal, Haro Wagner, vielen Dank auch für deine Spende, hat geschrieben, Wasserstoff als Langzeitspeicher für überschüssigen Solarstrom, in Klammern nach Eigenverbrauch und Batteriespeicher. Absolut, absolut. Es ging rein, einzig und allein um den Pkw-Bereich. Genau, ne, dass jeder in seinem, Wasserstoff in Kraftwerken und so weiter. Genau, dass jeder quasi sein Kraftwerk da im Auto mit sich herumfährt. Als Langzeitspeicher bin ich absolut dabei. Ist ein genialer Stoff, ne? Hohe Energiedichte, lässt sich super, also lässt sich im Prinzip, ne, produzieren, umwandeln, alles drum und also, ne, das ist top. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Es geht nur rein um den Pkw-Bereich. Ja. Ja, aber wie gesagt, um da zurückzukommen. Und dann war erstmal so ein betretenes Schweigen am anderen Ende des Telefons. Und das ist halt eben, wo du merkst, ne, das ist so, oh, wir haben da ein Video gefunden, wo sie über eine Ladekarte geschimpft oder eine Ladesäule geschimpft haben. Und du sagst, Moment mal, ja, beschäftigt euch mit dem Thema, dann können wir gerne über weiteres sprechen. Aber ich mache nicht mit, wenn es darum geht, zu sagen, von wegen, die Ladeinfrastruktur funktioniert nicht. Ja? Ja, und ich glaube auch, um das mal eben nochmal eben abzurunden ist, unsere Kinder werden immer mit aufwachsen und das, was wir früher gemacht haben, mit wie viel Power hat unser Golf jetzt, 55 oder 75 PS, das wird bei denen irgendwann die Lademöglichkeit sein. Hat der 350 kW Ladefähigkeit oder hat er vielleicht nur 175 kW, die er laden kann?
das ist einfach, ja, was du sagtest, Paradigmenwechsel, und die werden mit ganz anderen Voraussetzungen aufwachsen. Wie gesagt, meine Tochter ist auch voll auf E-Mobilität, wir fahren halt zwei E-Autos und Tankstelle kennt sie nur, weil Mama hin und wieder Auto waschen will. Ich schmeiß dich mal kurz raus und nimm dich mal direkt wieder rein, weil du hast ein Standbild, ja, Stefan? Ja, mach mal eben. So, hauen wir mal raus und dann rufen wir ihn direkt wieder an. Und da ist er wieder. Ich kann mich auch bewegen, ja. Das hatten wir letztes schon mal. Ja. Da muss ich jetzt mal einfach Kamera aus wieder anschalten. Manchmal ist komisch. Manchmal ist anders. So, jetzt passt es einigermaßen wieder vom Bild, oder? Ja, jetzt passt's. So. Ja, nee, aber da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Das ist halt eben, man muss sich halt eben man muss sich halt auf eine Veränderung einstellen. Es geht halt nicht. Du kannst halt nicht ewig auf dem Punkt stehen bleiben und sagen, ich möchte diesen Rüssel da reinstecken. Und ich habe auch vorhin bei der Recherche zu dieser Sendung habe ich noch einen sehr interessanten Artikel gefunden. Und da hat jemand ein Wasserstofffahrzeug, also ein Brennstoffzellenfahrzeug getestet. Und der hat dann gesagt, naja, ich habe ja vor 3 Jahren schon mal einen Mirai getestet. Da ging das noch nicht so, weil da gab es nur 40 Wasserstofftankstellen. Jetzt sieht das Ganze schon ganz anders aus. Jetzt gibt es ja 75. Wo ich mir denke, 75 ist jetzt auch nicht gerade der Reißer, aber egal. Und er sagt dann diesen entscheidenden Punkt. Und zwar schreibt er, ich habe bei einem Wasserstoffauto oder Brennstoffzellenfahrzeug einfach so mit einem Kanister nachtanken oder an irgendeiner Steckdose laden, ist halt nicht. Genau. Genau, richtig. Und das ist halt ein entscheidender Punkt, ja. Und den fand ich sehr interessant. Ich meine, ja klar, Wasserstoffoffensive, 400 Dinger und so, was weiß ich nicht, ne. Aber seid gespannt, morgen 11.30 Uhr, wirklich grandioses Ding. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht arbeiten. Ihr werdet alle Hände voll zu tun haben mit den Links. Ja, vor allem finde ich da grandios dieses Argument, ne? Wenn du mit deinem E-Auto liegen bleibst, wie willst du denn das dann wieder in Gang bringen? Hast du dann keinen Kanister? So, und dann schreien sie immer nach Wasserstoff. Aber das ist nicht das Thema der Sendung. Ja. Das machen wir morgen. Nee, genau, das kommt morgen. Aber wie gesagt, es geht halt eben um diese Berichterstattung. Also ich fand den Bericht wirklich sehr gut, den ich da gelesen habe, weil ich sagen musste, es war halt der Test eines Brennstoffzellenfahrzeugs. Ich kann ihn mal, warte mal, ja, einblenden, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, Frankfurter, glaube ich, ist das da. Was ist das für ein Zeichen da oben? Frankfurter Allgemeine oder so. Und der hat halt dann halt so ein bisschen die Zulassungszahlen und sowas verglichen und sowas. Und dann sagt er halt eben, geht er halt auf die Reichweite vom Nexo ein und sowas. War halt ein Fahrzeugtest, ne? Aber der hat halt eben an vielen Punkten auch eben gesagt, dass es halt eben noch nur blauen Wasserstoff gibt und kein Grün. Und dass halt eben, wie gesagt, die Problematik beim Betanken besteht. Und dass halt eben, also wie gesagt, dass du halt keinen Kanister oder eine Steckdose nehmen kannst. Gut, beim GLCF-Zell könntest du eine Steckdose nehmen. Ja, genau, das ist ein Hybrid. Ja, Hybrid. Genau. Aber gut, sei es drum. In Summe, was ist das Fazit unserer Sendung, Stefan? Wie kann man unsere Medienlandschaft jetzt spiegeln? Also, ich glaube, dass die Medienlandschaft auf Ereignisse reagiert, die temporär halt immer in Wellen kommen. Das hast du schön gezeigt. Und mit einem bestimmten Versatz hast du dann genau immer die Kontraartikel, die dann immer wieder aus der Schublade herausgeholt werden, um Klicks zu generieren, um Einnahmen über Werbeeinnahmen zu generieren und so weiter. Leider ist das so, wobei man ganz klar differenzieren sollte zwischen pro-elektrischer Berichterstattung und eben dieser, ich sag mal, Clickbait-Berichterstattung, die wir leider viel zu häufig noch erleben. Und ich glaube, das wird uns auch noch ein bisschen so begleiten, ganz sicher. Vielen Dank erstmal Urban Mobility, bei dem sitzt heute das Portemonnaie locker. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade auch, wie dieses Nilpferd da in dem Stuhl.
Und ich gebe dir vollkommen keine recht. Keine Ähnlichkeiten. Ja, gering, ne? Nein, aber ich geb dir da vollkommen recht. Es ist halt einfach, es ist so, es wird halt geguckt, worüber können wir noch berichten, was bringt Klicks. Und deshalb seht's uns auch nach, also uns als YouTuber, wenn wir halt eben wieder auf solche Medienberichte reagieren oder wenn wir dann wieder ein Reaction-Video machen oder so etwas. Ne? Es ist halt, wir wissen, also für meinen Teil, wir wissen schon, was wir sonst noch so berichten können, aber wir fühlen uns halt einfach genötigt, ja, zu sagen, ich muss darauf reagieren. Und das bei mein Sarah Wagenknecht-Video zeigt es ja. Ihr Video hat 190.000 Klicks oder sowas und meins hat jetzt knapp 72.000. Also es zeigt schon, dass es wichtig ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie, dass wir total tolle Klicks haben und tolle Abonnenten bekommen. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Aber es geht darum, dass die Leute vielleicht darüber sprechen, dass sie sagen, hast du schon gesehen, was die Wagenknecht gesagt hat? Musst du mal googeln. So, und dann googelt der das und dann hat er zwei Videos zur Auswahl. Ja, und eins davon heißt Faktencheck. Und ich habe die leise Hoffnung, dass wenigstens ein Drittel der Bevölkerung sagt, okay, ich gucke mir das zweite auch nochmal an. Ja, genau das denke ich auch, wirklich. Und um das noch eben abzugrenzen, es kommen halt täglich neue E-Mobilisten dazu. Das merke ich im Moment ganz aktiv in den sozialen Netzen, wie viele Menschen da wieder mit den gleichen Fragen kommen, die natürlich sich erst über E-Autos informieren, dann gucken, welche Ladekarten man braucht, wie geht das eigentlich mit dem Laden selber, mit irgendwelchen Kabeln. Ich habe so Videos halt schon am Anfang meiner YouTube-Karriere gemacht und denke mir, hey, wird eigentlich mal längst Zeit für ein Update, weil es kommen täglich Leute dazu. Und diese Leute, die sehen halt auch täglich, sobald sie sich mit der E-Mobilität so ein bisschen auseinandersetzen, solche Videos, sind dann vermeintlich abgeschreckt. Und da haben wir auch irgendwie so ein bisschen Verpflichtungen. Das sehe ich ganz persönlich bei mir, noch mehr bei euch, Steve, dass man über solche Themen halt wirklich aktiv aufklärt und einfach mal da so ein Reaction-Video zeigt und nach dem Motto, pass auf, glaubt bitte nicht alles, was ihr hier bei YouTube seht, was ihr in der FAZ lesen oder beim Fokus liest. Genau, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen, zum Beispiel auch, dass wir, du hast ja vorhin das angesprochen, dass einige Artikel so anscheinend so wie aus Blöcken zusammengepuzzelt sind. Schaut doch einfach mal in die einzelnen Artikel der diversesten Medien und guckt mal, wo sind denn Quellenangaben? Wo sind denn, also Quellenangaben mit, von wem haben sie denn diese Zahl? Ja, wo sind denn Verlinkungen drin? Oder. Oftmals muss ich mich als Leser einfach darauf verlassen, dass da halt eben ein großes Medium etwas schreibt und dass das stimmt. Dass das nicht immer stimmt, das kann man sogar im Internet nachgoogeln, indem man guckt nach Richtigstellungen, da kannst du dann jede x-beliebige Zeitung eingeben und kannst dann sagen, hängst hinten das Wort Richtigstellungen ran, dann kommst du zu dieser Unterseite, wo dann halt diverseste Sachen wieder richtig gestellt werden, aber ja, das ist halt leider sieht das halt eben nicht die Masse, ne? Und da gebe ich dir vollkommen recht. So, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unsere Gedankenwelt geben, auch warum wir immer solche Reaction-Videos machen, was uns bewegt und wie wir die Medienlandschaft sehen. Schreibt es fleißig weiter unten in die Kommentare. Und Stefan, du hast es ganz richtig gesagt, ich begrüße recht herzlich alle neuen E-Mobilisten und alle auch, die es erst noch werden wollen. Ich habe zum Beispiel unter dem Wagenknecht-Video einen Andreas Schmalzel, der ist wahnsinnig fleißig am Kommentieren und am Beantworten von allen möglichen Käsekommentaren. Also vielen Dank für diese Unterstützung. Und er schreibt selber, er hat noch einen Diesel, aber sein nächster wird ein Elektro. Und die dürfen wir auch nicht vergessen. Da müssen wir auch sagen, ne, ganz ehrlich, ich verlange von niemandem, dass er sein Auto die Klippe runterschmeißt und jetzt sofort ein Elektro kauft, sondern nur, dass er beim nächsten Fahrzeugwechsel Elektro mit in Betracht zieht. Und das, glaube ich, das war jetzt das gute Schlusswort. In diesem Sinne, ich bedanke mich an alle Spender. Ich bedanke mich bei allen, die uns einen Daumen nach oben, Daumen nach unten geben und unsere Sendung bewerten. Die kommentieren, die hier im Chat ganz fleißig geschrieben haben. Ich werde vieles hinterher lesen, weil ich versuche mich auch immer so ein bisschen aufs Gespräch zu konzentrieren, wenn ich hier alleine bin. Seht es mir nach, dass ich vielleicht nicht jede Frage aufgreifen konnte aus dem Chat. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sind raus. Tschüss.